habe hier von mir den Norbert Barisic und den Slobodan Petrišević, die Trainer der zwei Teams, die heute eines der ersten Spiele überhaupt von Kampfmannschaften in Wien bestreiten, und zwar vom SC Simmering und vom FC Stadlau. Meine erste kurze Einstiegsfrage: Nach dem großen Sportlockdown ist vor der Meisterschaft. Was fällt euch dazu ein? Ja, es ist logisch, dass jede Pause die Spuren hinterlässt, und wir erwarten beim ersten Spiel nicht besonders gute Leistung, aber es ist sehr wichtig, dass wir endlich mit dem Training und jetzt mit den Spielen angefangen haben. Wir haben versucht, die Pause, die Lockdown-Pause mit Heimtrainings, mit Heimprogrammen zu überbrücken, sind jetzt seit praktisch 14 Tagen, schwachen 14 Tagen wieder im Training und haben natürlich mit dem FC Stadlau einen Gegner, der traditionell eine technisch und spielerisch sehr starke Truppe stellt und ein richtiger Prüfstein für uns sein wird, um uns aufzuzeigen, wo liegen die Fehler in unserer Mannschaft, wo haben wir Verbesserungsbedarf, wo haben wir noch Potenzial nach oben. Norbert, du hast es schon angesprochen, die Lockdown-Phase mit Heimtraining quasi. Was waren denn so die ganz großen Herausforderungen, weil ja die Erwachsenen fast noch weniger tun durften als die Kinder? Ich glaube, der Sport war nie noch ein Problem, oder der Sport im Allgemeinen oder im Fußball war kein Problemhersteller, sondern Sport ist immer ein Problemlöser. Wir haben versucht, dort im Rahmen der erlaubten Bedingungen gut zu arbeiten. Und die Herausforderung ist sicher so, dass die Spieler auch eine gewisse Eigenmotivation neben unserer Motivation vom Betreuerstab mitbringen mussten, das Programm zu erledigen. Das ist bei uns Gott sei Dank im Großen und Ganzen relativ umgesetzt worden, dass wir einen zufriedenstellenden Einstiegsbereich hatten und auf diesem Bereich jetzt natürlich für die letzten 4 Meisterschaftsspiele und für die 3,5-wöchige Vorbereitung die richtige Belastungsstruktur treffen, um die Mannschaft matchfit zumindest für das Saisonende zu machen. Ich glaube einfach, dass kein Programm, das Einzeltraining, solche Sachen sehr, sehr wichtig sind, aber ein echtes Mannschaftstraining ist doch etwas, was wir brauchen, und ich bin glücklich, dass wir begonnen haben. Ich habe zum Beispiel schon bei der Hirsche gemerkt, dass die Spieler nicht auf dem nötigen Niveau im Moment sind, aber das kommt natürlich langsam Schritt für Schritt. Jetzt gab es eine Stellungnahme von Hannes Ullig, als der Verbandspräsident Robert Sedlacek festgestellt hat, wir spielen das Ganze fertig aus dem Herbst, der gemeint hat, es birgt ein erhöhtes Risiko im Verletzungsbereich, bei den Erwachsenen vor allem. Eigentlich ist es, kann ich mich nur den warnenden Worten anschließen, es ist eigentlich unverantwortlich, nach einer fast 6-monatigen Pause in eine 3,5 Wochen Vorbereitung die Mannschaft reinzujagen. Ich glaube, dass die Verletzungsstatistik und das Verletzungsrisiko in ungeahnte Höhen getrieben wird, und man hätte nur mit seinem sportlichen Leiter des Wiener Fußballverbandes beziehungsweise mit dem Trainer und Kursreferat sprechen können, die vergeblich natürlich immens gewarnt haben vor dieser Ad-Hoc-Meisterschaft. Und ich glaube aber, dass die Entscheidungsträger überhaupt nicht bereit sind, Beratungen anzunehmen. Das heißt, sie sich in einem beratungsresistenten Bereich befinden und sich anmaßen, über sportliche Gegebenheiten Auskunft zu geben beziehungsweise Vorschriften zu erlassen, die wieder jeglicher Sportvernunft sind. Barney, die Frage ist, Stadlau hat jetzt quasi ein Schaulaufen für die nächstjährige Wiener Stadtliga. Kann man das so sehen in den nächsten Wochen? Ja, dabei, wir haben jetzt
glaube ich, 7 Spieler verloren, die weggegangen sind. Wir haben 2, 3 neue. Wir versuchen mit den Spielern aus der U18. Und natürlich, wir brauchen diese Zeit auch, um eine neue Mannschaft zu bilden. Natürlich sind die Spiele gute Tests für die Mannschaft. Und ich kann zustimmen, ja, dass die Spiele sehr gute Vorbereitung für die neue Saison sind. Und die Perspektive beim SC Simmering für die Spieler in diesen noch stattfindenden 4 oder 5 Spielen, wie viel es auch immer sind? Ja, wir wollen natürlich das Maximum herausholen, was aufgrund unserer Vorbereitung und in unseren Richtlinien möglich ist. Und wir werden schauen, was das Saisonende mit sich bringt. Und für die nächste Saison kann ich, glaube ich, mich den Worten von Bane Patricevic anschließen. Es ist auch für unsere Mannschaft ein Schaulaufen, obwohl ich natürlich als verantwortlicher Trainer nicht mehr dabei bin. Aber ich glaube, dass die Struktur beider Vereine schon vergleichbar ist. Beide Vereine setzen auf viele Eigenbauspieler. Beide Vereine haben, glaube ich, eine gute Struktur. Und für uns ist es ein Spiel, wo wir den Aspekt haben, heute um zu lernen, um zu sehen, wie wir gegen einen klassenhöheren Verein ausschauen. Aber ich bin beobachtet in der zweiten Reihe, weil ich glaube, dass Stadlau sicherlich zu einem der heißesten Titel mit Favoriten zu zählen ist, obwohl die Wiener Stadtliga natürlich viele gute Vereine birgt. Und, aber wenn die Vienna, so wie es ausschaut, wegfällt, wird es wieder ein offeneres Rennen werden. Gut, dann bedanke ich mich bei euch zweien, wünsche beiden Mannschaften einen vor allem verletzungsfreien Verlauf, nicht nur dieses Spieles, sondern auch der kommenden Meisterschaftsrunden und einen guten Start in die neue Saison. Danke sehr. Alles Gute. Ja. Sorry.